Willkommen mal wieder zurück hier bei Doorkickers. Ja. Ich war fleißig und habe natürlich auch die letzten beiden Missionen wieder auf 3 Sterne hochgespielt, damit wir Sterne haben. Außerdem haben wir noch 2 Doktrinpunkte, die ich gerne hier in unsere Long Guns oder in unseren Long Guns Skill Tree ein wenig einpflanzen würde. Aiming Speed. Erstmal hier generelles. Generelle Präzision und Aiming Speed. In Cover. Nee, at close ranges. Das ist immer ganz gut. Das brauchen wir nämlich. Also auf kurze Entfernung. Ansonsten wollten wir uns ja eigentlich mal hier die SMGs angucken und überlegen, was wir da vielleicht für eine freischalten können oder generell eine Sturmwaffe. Feuerrate. Es ist natürlich die Frage, ne? Feuerrate schnell, dafür Schaden meistens wenig, oder Feuerrate langsam, dafür Schaden hoch. Jetzt habe ich gerade gestockt, weil ich überlegt habe, dass ich totalen Bullshit erzähle. Oh. Guck mal, die MP7. Die hat natürlich kaum Stopping Power. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Die schalten wir für 10 Sternchen frei. Und dann sind wir hier auch fertig und verschwinden direkt in die nächste Mission, die da heißt 352 Maple Road. 2 Stück können wir nur mitnehmen. So, dann sollten wir vielleicht überlegen. Ich habe natürlich wieder Rookies benutzt, um die Mission hinter uns zu bringen. Hier sind auch noch 2 Rookies, würde ich fast sagen, wir benutzen die beiden lieber. Und die rüsten wir jetzt einfach aus mit unseren MP7ens. Das auf jeden Fall die Mehrzahl von MP7 ist. MP7ens. Copy. Als ich mir die Folgen, also die letzte Folge vor allen Dingen angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht mehr so oft irgendwelche Gimmicks nutzen, wie zum Beispiel unsere Flashbang. Wir haben hier sowieso so viel geilen Scheiß. Lockpicking-Maschinen, ein Taser. Könnten wir Leute tasern? Sollten wir mal nutzen, den ganzen Shit. Vor allen Dingen halt die Flashbangs, weil die unser Überleben sichern. So, ihr beiden kommt raus. Jetzt ist die Frage, gehen wir getrennte Wege oder gehen wir gemeinsame Wege? Ich würde fast sagen, wir gehen getrennte Wege. Ja doch. So. Einmal hier gucken. Wir machen natürlich immer erst Looky Looky. So, dann wollen wir mal gucken hier. Hier ist absolut gar nichts. Und hier ist zumindest einer. Oh, 2 sind sogar. Den habe ich gar nicht gesehen. Der sah aus wie ein Stück Teppich. Die sind total die Gangster. Die erkennt man daran, dass die nicht auf dem Sofa sitzen, sondern auf dem Boden davor. Die sind so dreckig. Die sitzen auf dem Boden. So. Und diesmal werden wir natürlich das nutzen. Also die Flashbangs. Aber erstmal müssen wir hier. Ach du Scheiße. Mission failed. Wow. Das hat mich jetzt ein bisschen. Wow. Vielleicht sollten wir doch da lang gehen, wo sie uns nicht hören. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die uns hören können bei so einem Shit. Das ist natürlich mal was ganz anderes. Und hier sind auch welche drin gewesen. Das ist ja kranker Scheiß. Toll, diesmal sitzt da direkt einer vor. Da ist auch einer. Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Pass mal auf, dann bringen wir hier einfach eine Ladung an. Den bringen wir hier zurück. Und der guckt dann dahin. Dann brechen wir diese Tür auf. Und er gibt hier Deckung. Müssen wir bloß gucken. So hätte ich das gern. Cops are
You're here. Who's there? So, pass mal auf. Und jetzt warten wir nämlich. Was passiert? Wow, wow, wow. Sehr, der ist so irre. Die Frage ist, ob er unseren anderen Typen sehen kann. Wir warten jetzt einfach ab. Wir warten jetzt erstmal einfach ab. Unseren Leuten geht's nicht gut. Die sind natürlich auch noch nicht so akkurat wie unsere richtig guten. Aber mir macht das so ein bisschen Sorgen. So. Jetzt werden wir nämlich mal ein bisschen versuchen, das Ganze hier taktisch anzugehen. Beziehungsweise, nee, warte mal. Wir warten noch mal kurz, ob was passiert. Sieht aber nicht so aus. Gut, dann lassen wir die Leute erstmal nachladen. Bevor wir hier irgendwas Gewagtes machen. Wirst du wohl. So, und du wirfst auch eine Flashbang hier raus. Ich hab ja ein bisschen Schiss. Ich glaube, einer stirbt gleich. Wir sind schon übelst verwundet. Oh, wir sind mittlerweile nur noch mit der Pistole unterwegs. Ach, weil wir... Alter, wir haben die Waffen gewechselt. Ich wollte nachladen. Wow, wow, wow. So schnell kann's gehen. Alles klar. So, dreht man die Tür auf. Da ist keiner. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich diesen Moment, wo die Flashbang was gebracht hat. Völlig verpasst. Okay. Macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Das war gut, das war gut. Ich hab total Schiss, Leute. Also um unsere Leute, nicht ich persönlich. Mir passiert ja nichts. Wir tasten uns mal vorsichtig hier vor. Okay. Hier können wir uns... Hier haben wir richtig gute... kann schon nicht mehr reden. Sicherung haben wir da. Also wir sind gesichert. Gut, da ist keiner. Bup, 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 Leute. Bup, bup, bup. Das sieht erstmal gut aus, soweit. I'm on it. On target. No contact. So ist das gut. So ist das gut. Die Frage ist natürlich, wie viele jetzt hier noch sind, ne? Wilco. No tangos. No tangos. Okay. Erstmal, mein Freund. Erstmal. No contact. Kein Kontakt. Jetzt fange ich an, hier jeden Satz zu übersetzen, oder was? Nee, nee, so soll es auch nicht laufen. Wow. Good job. We're done. Wow. Alter, hat der eine Reaktionszeit gezeigt. Habt ihr das gesehen? Das war ja mal eine richtig krasse Mission. Richtig krass knapp auch. Und wir machen gleich die nächste. Hostages? Hostages must survive. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt jemanden retten. Optional.
Eliminiere alle Terroristen. Bin mal gespannt, wie das ablaufen soll. Da ist die Rescue Zone. Ach, und wir können uns unsere Leute nicht aussuchen. Das ist natürlich super genial. Naja, gut. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen gelernt. Ist der denn bescheuert oder was? Da stellt er sich voll in die Schusslinie. Ich habe nicht gesagt, er soll da reingehen. Aber okay. Nichts passiert. Okay, da ist die Geisel. Die hat Glück, dass wir da sind. Ja, Spiel. Ist okay. Ich mag dich ja auch. Das Spiel trollt mich gerade so ein bisschen. Mission failed. Okay, da hatten wir einen kleinen Bug im Spiel. Kann mal passieren. Wir versuchen es einfach nochmal. Kann mal passieren, Leute. Kann mal passieren. Das lag tatsächlich diesmal nicht an mir. So, zwei Typis. Die können wir direkt wegflashen. Wir ziehen hier rüber. So, einmal da durchgeguckt. So, wir haben ja gesehen, was passiert. Wir flashen die. Gehen direkt durch. Schießen direkt alles tot, was sich da bewegt. Und dann hat sich das. Time to say goodbye. Good job. We're done here. Easy peasy, noch bevor die Flashbang hochgegangen ist, haben wir das geklärt gehabt. Ich würde aber sagen, das war's wieder für diese Runde. Zwei coole Aufträge, der erste war auf jeden Fall richtig knackig und beim zweiten, ja, ich denke mal, die wollten uns jetzt einfach nur zeigen, was es denn bedeutet, Geiseln zu befreien. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.